Können Sie noch? Die Frau Robbe hat lange gedauert, nicht? Ich bin schon im Alter, wo ich die Brille abnehmen muss, sonst sehe ich die Seiten nicht. Wenn das Haus Ihres Nachbarn von einer Flutkatastrophe zerstört wird und Sie dem vom Schicksal Heimgesuchten ein Obdach geben, sind Sie ja ein guter Mensch. Wenn Sie den Nachbarn dann noch längere Zeit beherbergen und versorgen, sind Sie ein sehr großzügiger Mensch. Wenn der Nachbar Ihr Haus nicht mehr verlassen will, nachdem die Flut vorüber ist, sondern weiter auf Ihre Kosten zu leben gedenkt, und Sie lassen sich das bieten, dann sind Sie ein fast krankhaft selbstloser Mensch. Wenn Sie ihn immer noch bewirten, nachdem er begonnen hat, sich in Ihr Leben einzumischen, Ihre Sitten zu missachten oder zu verurteilen und von Ihnen verlangt, dass Sie alte Gewohnheiten aus Rücksicht auf ihn ablegen, zum Beispiel gewisse Speisen nicht mehr essen, dann sind Sie vermutlich ein bisschen irre. Wenn Sie obendrein noch klaglos hinnehmen, dass er immer mehr Zimmer in Ihrem Haus für sich beansprucht und Sie aggressiv behandelt, weil Sie unrein sind, brauchen Sie dringend Hilfe. Wenn Sie dennoch darauf bestehen, dass er bleibt, auch noch, wenn er Ihrer Tochter an die Wäsche geht, im Keller Waffen zu horten beginnt und mit Gewalt droht, sollten Sie ihn nicht mit gleichen Rechten in den Mietvertrag einsetzen, dann sind Sie komplett wahnsinnig und Ihnen ist kaum mehr zu helfen. Und wenn Ihnen die Hausverwaltung im Namen des Bürgermeisters erklärt, Ihr ehemaliger Nachbar und Mitmieter verhalte sich völlig angemessen. Er habe dasselbe Recht auf Ihr Haus wie Sie und jeder andere auch. Und Ihre heilige Pflicht bestehe nun darin, die Renovierung seiner von der Flut beschädigten ehemaligen Bleibe zu übernehmen, dann leben Sie wahrscheinlich im besten Deutschland, das es jemals gab. Ich schreibe ein Online-Tagebuch, das heißt Acta Diurna. Das erscheint auf meiner Website und jährlich dann als Buch. Im Register ist leider Gottes seit 3 Jahren ein Name mit derartigem Vorsprung. Er fängt mit M an. Im Grunde bringt mich diese Frau vom Schreiben ab und gleichzeitig kann ich dann so ein frustveredelndes als ob literarisches Schreiben machen. Und da der Jörg Meuthen schon vorhin den schönen Satz sagte, dass man als Satiriker in diesem Land eigentlich ziemlich alt aussieht, versuche ich jetzt mal eine ganz schwarze Satire. Diese Satire habe ich geschrieben an dem Morgen, als das LKW-Unglück aus Nizza bekannt wurde. Ich muss darauf hinweisen, dass es eine Satire ist, weil das haben Leute geglaubt, dass ich das aus den Zeitungen abgeschrieben habe. Es ist der 15. Juli gewesen, 15. Juli 16. Heute Morgen, nachdem ich in den Nachrichten vom Anschlag in Nizza gehört hatte, fiel ich in einen trancartigen Minutenschlaf, in welchem mir mit seltsamer Klarheit mögliche deutsche Reaktionen auf das LKW-Massaker träumten. Wieder hat ein Mann anderen Menschen großes Leid zugefügt. Wieder sind Frauen Opfer von Männergewalt geworden. Terror strahlt vom Mann aus. Margarete Stokowski, Spiegel Online. Alle demokratischen Parteien müssen jetzt zusammenstehen. Man darf der AfD nach solchen Vorfällen nicht das Feld überlassen. Heiko Maas nach dem Verlassen der Wilmersdorfer Moschee. Der Kampf gegen die Verantwortlichen solcher Einzelfälle, dass die, die bei uns bleiben werden, damit nichts zu tun bekommen, das ist es, was mich antreibt. Und ich weiß, wir schaffen das. Denn wenn ich jetzt sage, dass wir das nicht schaffen, was wäre dann mit den möglichst vielen Menschen im Land? Das habe ich auch meinem französischen Amtskollegen gesagt, Angela Merkel. Das Auto ist die Schusswaffe der Europäer. Deutschland braucht einen Diskurs über Automobilmissbrauch. Georg Dietz, Spiegel Online. Experte klagt, man kommt in Europa viel zu leicht an einen LKW. Fokus.
Es sind junge Männer aus unserer Mitte. Was haben wir falsch gemacht? Brigitte. In einer Gesellschaft, in der der Anti-Islamismus und die Abgrenzung von anderen wieder hoffähig wird, da gibt es natürlich auch an den Rändern der Gesellschaft Verrückte, die sich legitimiert fühlen, dagegen mit härteren Maßnahmen vorzugehen. Sigmar Gabriel. Wofür aber steht die Strandpromenade von Nizza? Für Konsum, Luxus, Protzerei. Der Anschlag richtet sich auch gegen die ungleiche Verteilung des Reichtums in der Welt, gegen den Kapitalismus. Jakob Augstein. Wie schützen wir den deutschen Islam vor geistig verwirrten Einzeltätern? Anne Will in der Ankündigung ihrer abendlichen Sendung. Das hat mal wieder nichts mit nichts zu tun, twittert Beatrix von Storch. Verlieren wir aber angesichts des schrecklichen Vorfalls trotzdem nicht die Relation aus dem Blick. Es gab 2015 in Frankreich 3.461 Verkehrstote. Sogar das Risiko, bei einem Haushaltsunfall zu sterben, ist höher als das, bei einem Terroranschlag umzukommen. Heribert Brandl, Süddeutscher Beobachter. Zur Bekämpfung der islamfeindlichen Hasskommentare im Netz, die nach solchen Einzelfällen ausbrechen, haben wir immer noch zu wenig inoffizielle Mitarbeiter. Annetta Kahana, Amadeo-Stiftung. Wo ist im Koran bitte von einem LKW die Rede? Lamia Kador, Expertin. Die Ereignisse von Nizza werden bleibende Spuren bei den deutschen Muslimen hinterlassen. Ayman Maciek, Zentralrat der Juden von heute. Muss man setzen lassen, gell? AfD, halt's Maul, Ralf Stegner auf Twitter. Ein harter Schlag für die Gastronomie Nizzas, der Feinschmecker. Immer mehr Französinnen an der Côte d'Azur überlegen, ob sie künftig mit Burkini ins Meer steigen sollen. Wir zeigen die angesagtesten Modelle und Trends. L. So, lassen wir es dabei bewenden. Haben Sie das ZDF-Sommerinterview mit Martin Schulz gesehen? Ich auch nicht. Ich ertrage es nicht, diesen Menschen anzuschauen, ungefähr wie ich es nicht ertrage, in die Sonne zu blicken. So viel Glanz hält der nicht sozialdemokratische Sterbliche kaum aus. Schulz zu betrachten, das ist ungefähr wie Merkel zuzuhören. Man muss dafür geboren sein. Zum Beispiel soll Schulz dem staunenden Publikum verkündet haben, ich bin ein erfahrener Wahlkämpfer. Tatsächlich? Die einzige öffentliche Wahl, der unser Spitzensozi sich als Einzelperson jemals gestellt hat, war jene, die ihm 1984 einen Sitz im Stadtrat von Würselen bescherte. Zum Bürgermeister der Kleinstadt wählte ihn 1987 der Stadtrat, keineswegs die Bürgerschaft. Nach der Europawahl 1994, bei der die SPD, welche Rolle Schulz als Wahlkämpfer auch immer gespielt haben mag, 5% an Stimmen verlor, zog endlich ein Würselener ins Europaparlament ein. Das konnte er früher besser aussprechen. Würselener. Fortan war für Schulz Schluss mit Wahlen, Wahlkampf, Wähler und Wirklichkeitskontakt. 23 Jahre saß der heutige Vizekanzlerkandidat als Abgeordneter im EU-Parlament, 5 davon als Präsident. Als Chef des Europaparlaments verdiente er mit allen Pauschalen und Zulagen um die 300.000 Euro netto im Jahr. Kein schlechter Schnitt für einen Schulabbrecher. Er hatte sogar einen eigenen Butler. Ein Friseur wäre aber auch nicht schlecht gewesen. Das ist zwar kein Grund zum neidisch sein, aber die Ich-bin-einer-von-euch-Pose, mit der er durch die Fußgängerzone neuerdings tapert, nimmt ihm halt keiner ab. Also halten wir fest, wenn Schulz gewählt wurde, hat nie der Bürger abgestimmt. Dem stellt er sich dieses Jahr zum ersten und ich wette zum letzten Mal. Schulz' Problem ist, dass er Merkel von links nicht kritisieren kann und von rechts nicht darf.
Der gesamte Flurschaden, den diese Frau angerichtet hat, das lasse ich jetzt hier mal weg, das haben wir heute genug gehört, hat die SPD als Koalitionspartner ja munter mitgetragen. Wie soll sich der Konkurrent davon Merkel absetzen? Für die Linksschickeria in den Medien, Stiftungen und NGOs ist Merkel die Ikone des Westens, wie die Welt schleimte. Sie ist inzwischen in jene messianische Rolle geschlüpft, die vorher Barack Obama spielen durfte. Dass sie keine zwei Sätze gerade aussprechen kann, schadet ihr nicht, sondern gilt als authentisch. Man glaubt einfach nicht, dass jemand mit dermaßen schlechter Rhetorik betrügen könnte. Auch in diesem Punkt hat Scholz keine Chance. Überdings herrscht derzeit Konjunktur samt vergleichsweise niedriger Arbeitslosenquote, was man Merkel zuschreibt. Und auch hier kann Scholz nicht punkten, weil ihm die Parteiräson verbietet, die Wahrheit zu sagen, nämlich dass es eine Scheinkonjunktur ist, die sehr viel damit zu tun hat, dass man auf Kosten des Steuerzahlers die uns hunderttausendfach zugelaufenen mit Wohnraum, Kleidung, Nahrung, Taschengeld, Freizeitspaß und neuen Gebissen versorgt, auf dass sie für immer hier bleiben, wobei man ihren Kinderwunsch konstant hochhält, da die meisten sonst nicht viel produzieren werden. Dass also der besagte Steuerzahler nichts anderes tut, als sukzessive seine ethnisch-kulturelle Verdrängung zu finanzieren. Und dass auch die niedrige Arbeitslosenquote eine Scheinquote ist, weil zum einen die hunderttausendfach importierten Sozialfälle nicht in der Statistik auftauchen, zum anderen nie mehr Arbeitnehmer in Zeitverträgen und prekären Beschäftigungsverhältnissen standen als heute. Aber nun kommen wir, Trommelwirbel bitte, zum Frontalangriff des Kandidaten auf die Amtsinhaberin. Scholz forderte eine Quote für Elektroautos. Endlich lässt er den Sozialisten raus, für den es auf Erden gar nicht genug Quoten geben kann. Der Gedanke, dass sich das Elektroauto, wenn es etwas taugt, ganz von allein auf dem Markt durchsetzen wird, so wie es das Automobil von Gottlieb Daimler und Karl Benz ja auch geschafft hat, ohne dass Kaiser Wilhelm ein Kutschenverbot erlassen musste. Dieser Gedanke ist Sozialisten völlig fremd. Doch wiederum rennt Scholz vergeblich gegen eine amöbenhafte Amtsinhaberin an. Nachdem der Sozi bloß Quoten gefordert hat, erklärt die Kanzlerin einfach den ganzen Verbrennungsmotor für obsolet. Während der Sozi den Markt bevormunden will, schafft ihn Angela L'État c'est moi Merkel einfach ab. Klar, warum soll sie sich ausgerechnet als einzige FDJ-Sekretär in puncto Sozialismus etwas vormachen lassen? Da stand dem Martin Scholz wahrscheinlich kurzzeitig der so erlesen bartumflorte Mund offen. Das schaffst du nie, tuschelte es aus den Falten der Hotelbetten auf seinen Wahlkampfreisen. Und Scholzens Martin nickte gequält, bevor er einnickt. Im blöden Blatt Bunte, in dem Sozialdemokraten gern alle Hüllen fallen lassen, wie wir seit Rudolf Scharpings Poolparty mit Gräfin von Pilati wissen, plauderte Scholz einst freimütig über seine Alkoholsucht. Damals habe er alles getrunken, was ich kriegen konnte. Und das Schlimmste sei gewesen, wenn man morgens mit dem Gefühl aufwache, versagt zu haben. Man sieht und ahnt es, auch Alkoholverzicht löst keine Probleme. Meine Damen und Herren, die Stunde ist fortgeschritten, aber zumindest kann niemand behaupten, dass wir bei der AfD uns keine Mühe geben, unserem eigenen Anspruch an Kunst und Kultur nicht gerecht zu werden.